Ein schönes Konzert, nicht wahr? Sie haben ja nur das Ende mitbekommen. Es war ganz wunderbar. Umso seltsamer, dass Lady Westmacott Herrn Kreutzer so in Verlegenheit bringt, finden Sie nicht? Ich kann mir gar nicht erklären, was in sie gefahren ist. Man sagt ihr zwar einen schwierigen Charakter nach, aber das... Als ich noch ein junger Matrose war, hatten wir einmal Enrico Caruso an Bord unseres Schiffs. Und der... Ich finde sie faszinierend. Sie hat so viel erreicht, ganz alleine. Lady Westmacott? Oh ja, das ist so. Die erfolgreichste Schriftstellerin der Welt. Wissen Sie mehr über sie? Alles. Ich bin Ihr größter Fan. Was wollen Sie wissen? Ach Gott. Nein, 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 nein. Wo kommt sie her? Unterthemen. Wer waren Ihre Eltern? Ihr Vater war ein wohlhabender britischer Händler. Ihre Mutter starb bei ihrer Geburt. Sie genoss eine hervorragende Schulbildung, war aber ein einsames Kind, wie man so hört. Ihr Vater war die meiste Zeit des Jahres auf Reisen. Das kenne ich gut. Meinem Vater war seine Karriere auch viele Jahre wichtiger als ich. Das dürfen Sie nicht sagen, Kind. Immerhin bezahlte Ihr Vater für das Leben, das er Ihnen ermöglichte. Hat Lady Westmacotts Vater wieder geheiratet? Ja, eine 15 Jahre jüngere Frau. Sie interessierte sich wenig für das Kind. Sie war eine Art High-Society-Lady. Stand mit ihren Eskapaden häufiger in den Schlagzeilen, als es der Familie gefallen konnte. Gott, und nein. Die Schriftstellerei. Wie kam sie dazu? In Interviews erzählt sie immer von ihrer französischen Privatlehrerin, die sie schon als Kind darin bestärkte, zu schreiben. Nach einigen Gedichten und Kurzgeschichten begann sie, Detektivgeschichten zu schreiben. Mit sagenhaftem Erfolg. Der Rest ist Geschichte. Die Experten streiten, ob sie oder Shakespeare mehr Bücher verkauft hat. Wobei ihr nicht die gleiche Hochachtung entgegengebracht wird. Das ist wahr. Dabei sind viele ihrer Bücher innovativer und außergewöhnlicher, als man ihr allgemein zutraut. Und was will eine so betagte Dame in Ägypten? Das kann ich Ihnen auch nicht genau sagen. Sie war viele Male dort mit ihrem Mann, einem Archäologen. Ist schon lange tot. Ich habe von einem Empfang im Ägyptischen Museum gehört. Ja, für die Augen der Sphinx. Oder jetzt ja nur noch ein Auge. Aber ich glaube nicht, dass sie deswegen extra nach Kairo fahren würde. Sie hält sich von offiziellen Anlässen eher fern. Hat auch nicht am Literaturbetrieb teilgenommen. Hielt sich immer so weit wie nur möglich von der High Society entfernt. Vermutlich wegen ihrer Stiefmutter. Fraglich, warum jetzt so viel Informationen über sie. Entweder haben wir irgendwas verpasst, wo das wichtig wäre, aber naja, okay. Stimmt es, dass Sie ein Kriegsheld sind? In zwei Weltkriegen sogar. Das verrät Ihnen etwas darüber, wie alt ich sein muss. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Oh Gott, bloß nicht! Geht es Ihnen nicht gut? Sie sollten sich in Ihrem hübschen Kopf keine düsteren Gedanken über einen alten Mann machen, meine Liebe. Wenn es Ihnen nicht gut geht, sollten Sie vielleicht etwas kürzer treten. Ich befürchte, würde ich kürzer treten, würde mich das umbringen. Sie scheinen mir ein Pessimist zu sein. Fettleber, Asthma, Gallensteine, Gelbsucht, Gicht, Gürtelrose, Hämorrhoiden, Krampfadern, Kreislaufstörungen, Kniebeschwerden, Lungenembolie, Magenschleimhautentzündung, Migräne, Neuralgie, Ohrensausen, Rheuma, Rippenfellentzündung, Thrombose und Verstopfung. Also ihm geht's das gut. Das sind die Krankheiten, die meine Ärzte bei mir festgestellt haben. In mir ist die Hölle. Oh, ich wollte nicht. Das tut mir leid. Verzeihen Sie einem alten Mann. Ich wollte Ihnen keine Angst machen. Ihm geht's doch gut. Ach, kann ich jetzt mal weiter? Kennen Sie die Nefertete? Ist das die griechische Königin? Ja, genau. Nein, Sie... vergessen Sie es. Er ist doch... Guernica. Ja. Sagt Ihnen das etwas? Kein Hafen, den ich schon mal angefahren hätte. Schade. Guernica. Naja, Guernica. Ich habe da so eine Idee, was Guernica sein könnte. Kennen Sie Albrecht Dürer? Ja, ein Künstler. Nicht schlecht. Aber natürlich hatte er ja auch seine Schwächen. Zum Beispiel? Vor allem ist er kein Italiener. Das ist Pech. Können Sie wohl sagen.
Immerhin hat er mal eine Zeit lang in Italien gelebt. Was können Sie mir noch über ihn erzählen? Hier an Bord haben sich einmal ein Deutscher und ein Spanier darüber gestritten, wer den Holzschnitt zur Kunstform erhoben hat. Albrecht Dürer oder Alberto Durero. Irgendwann ist ihnen aufgefallen, dass sie denselben Mann meinten. Albrecht Dürer wird in Spanien Alberto Durero genannt? So ist es. Fragen Sie mich nicht, wieso. Okay, was das ist... Immerhin sind Sie Kapitän dieses schönen Schiffes. Sie konnten mich nicht einfach fallen lassen. Also haben Sie mich dahin geschoben, wo ich kein Unheil anrichten kann. Sagen Sie nicht so etwas. Dieses Schiff funktioniert ohne mich. Die Crew weiß, was sie tut. Sie braucht mich nicht. Sie will mich nicht. Oh. Kapitän. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich Sie damit belaste. Verzeihen Sie mir. Ich möchte mich noch ein wenig ausruhen. Bald heißt es wieder auf in die Schlacht. Ich habe noch eine Frage. Nicht Dialog beenden. Da ist noch eine Frage offen. Ach Gott, nein. Kapitän, die... Ja, bitte. Okay. Buonarroti. Das klingt italienisch, oder? Das können Sie wohl sagen. Buonarroti ist der Name des größten Künstlers aller Zeiten. Oh, Mann. Michelangelo Buonarroti, den die meisten nur unter seinem Vornamen kennen. Denken Sie nur, ein einziger Mann, ein Italiener, bringt es zur Vollendung in allen drei Richtungen der bildenden Kunst. Sein David ist die bekannteste Statue der Welt. Als Architekt war er ein Genie. Er hat Teile des Petersdoms gebaut. Und als Maler hat Michelangelo die Decke der Sixtinischen Kapelle bemalt. Die Erschaffung Adams. Der Lebensfunke springt von Gott auf Adam über. Eines der bekanntesten Bilder der Welt. Das ist es. Sixtinische Kapelle. Apostolischer Palast. Vatikanstadt. Zu keinem fällt mir ein Tier ein. Ein Tier? Oh, das ist ein Spiel, das ich spiele. Mein Vater hat mir einige Rätsel aufgegeben. Ich muss ein Tier erraten. Und Buonarrotis Adam war der Hinweis? Vielleicht meint er Rom. Der Legende nach wurden die Stadtgründer Romulus und Remus von einer Wölfin aufgezogen. Nein, das ist zu unspezifisch. Hat der Vatikanstaat ein Tier im Wappen? Nein. Und der Papst? Jeder Papst hat ein eigenes Wappen. Beim neuen ist aber kein Tier dabei. Sie halten nicht viel vom neuen Papst, ha? Wer kann das jetzt schon sagen? Aber wie soll er an Johannes den 23. heranreichen? Il Papa Buono haben wir ihn genannt. Den guten Papst. Er ist erst kürzlich verstorben. Was war sein Wappentier? Er war ein Löwe. Und das war auch sein Wappentier. Für eine überzeugte Katholikin könnte Buonarrotis Adam die Eselsbrücke für den Löwen sein. Johannes der 23. wurde wie jeder Papst in der Sixtinischen Kapelle gewählt. Ein Kunstwerk verweist auf ein Wappen, auf dem ein Löwe zu sehen ist. Möglich. Ich notiere mir Löwe. Ich schaue mich mal weiter um. Tun Sie das. Ich höre nie was notieren. Irgendwas passt, irgendwas stimmt hier nicht. Da. Ich krieg keine Hinweise mehr notiert. Sehr. Ich komme nicht mehr nach hinten. Okay, sie läuft immer weiter. Ha, seltsam. Gut. Muss ich mit dem jetzt nochmal reden? Dr. Gebhardt? Oh. Ja. Ich habe mit dem Kapitän gesprochen. Der sah nicht gut aus. Ist er krank? Sie werden verstehen, dass ich mit Ihnen nicht die Krankengeschichte eines meiner Patienten besprechen kann. Warum? Halten Sie mich für zu dumm? Das meinte ich nicht. Ich unterliege der Schweigepflicht. Ich habe gefragt, ob der Kapitän krank ist, und Sie haben ihn einen meiner Patienten genannt. Haben Sie damit meine Frage nicht beantwortet? Was wollen Sie?
Ich muss weiter. Gott sei Dank. Moment. Moment. Wenn der oben ist, wo ist dann, nein, Quatsch, nicht wo ist dann, sondern, gibt es da vielleicht irgendwas in der Zeitung? Ob mir die Kunstzeitschrift bei den Symbolen weiterhilft? Tatsächlich. Ein Artikel über verschiedene Kunstwerke und wie sie den Zweiten Weltkrieg überstanden haben. Und hier ist auch ein Bild der Büste der Nofretete. Das einzigartige ägyptische Kunstwerk wurde 1913, Ausfuhrgenehmigung nach Deutschland, Zweiter Weltkrieg, Tresor der Reichsbank, dann Flakbunker, schließlich Stollen eines Salzbergwerks. Verhinderte Ausfuhr der Büste in die Vereinigten Staaten. Seit 1956 wieder in Berlin. Freuen uns sehr, bla 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 bla. Demnächst im Ägyptischen Museum von Berlin und hoffentlich irgendwann in einem wiedervereinigten Berlin auf der Museumsinsel. Okay, die Büste der Nofretete befindet sich also in Berlin. Und welches Tier befindet sich im Wappen der Stadt? Der Berliner Bär. Ich brauche nur noch ein Tier. Wieso? Wieso braucht sie nur noch... Ach so, klar, weil drei braucht sie und das vierte kriegt sie so raus. Okay. Der Doktor steht oben und vermutet... Jap. Gut, gut so, gut so, gut so, gut so, gut so. Die Büste der Nofretete steht in Berlin. Ja. Berlin, Bär, das passt. Okay, also da ist nichts mehr dran. Gut, gut, gut. Und dann haben wir ja noch das Schiff da oben. Da war ja noch was. Das Schiff, das Schiff, das Schiff, das Schiff. Also nicht das Schiff da unten, sondern das Schiff Plakette, Plakat, Plakette, 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 Plakette. Das da. Da war die Silhouette New Yorks und die eines Schiffes. Allerdings nicht von diesem hier. Sieht sehr offiziell aus. Mit Wappen... Was so? Okay. So, gehen wir mal raus. Raus. So, jetzt laber noch mit irgendjemanden hier. Da ist aber keiner. Nein. Kriegt die jetzt das letzte? Ha, wow. Irgendwo muss ja noch was sein. Ein Tier. Okay. Wo sind eigentlich die die Turteltäubchen. Die beiden scheinen sich näher zu kommen. Ich spreche sie lieber nicht an. Als ich den Professor zusammen mit Adil in London verfolgt habe, war ich zwar verkleidet, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass er mich wiedererkennt. Nein, solange es sich vermeiden lässt, werde ich nicht mit ihnen sprechen. Gott, ich brauche von euch die Information. Okay. Dann ist mir das jetzt klar. Die Westmacott, die ist mein letzter Trumpf. Die ist diejenige, die vermutlich mir noch ein paar Informationen gibt. Die Lady ist kein Freund seichter Ich sollte sie erst wieder ansprechen, wenn ich ein echtes Anliegen habe. Du hast ein Anliegen, du willst was wissen. Och, das darf doch nicht, ey. Ich weiß nicht warum. Viele Menschen öffnen sich mir gegenüber. Ist das eine Gabe? Es muss schrecklich sein am Ende. Ja, und dann ich lasse ihn mit... Och Gott, bitte. Das ist das letzte Ding. Wo denn?
Also ich komme halt von da nicht mehr ran, ey. Da, 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 da. Verdammt. Da, 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 da. Da, 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 da. Das... Hier fehlt mir doch einer. Wie komme ich da jetzt... Ich glaube ja wohl nicht, dass ich jetzt in meiner eigenen Kabine wieder die letzte Information bekomme, die ich noch brauche. So, ist sie wieder da drin? Nee. Hier ist auch sonst nichts zu sehen. Nein, nein, nein. Der war auch nicht da drauf, ne? Nein. Unser Freund hier, der sich selbst erschießen will, ist hier nicht drauf. Ich habe hier kein Wählchen. Nee, okay. Gut, dann gehen wir durch. Tja. Da-da-da-da-da-da-da-da. Okay. Einmal da durch. Ein Tier, ein Tier. Die hat doch Bücher. Oh, Adilos ist weg, Goss. Adil? Unter der Dusche. Ich habe das Geheimversteck gefunden. Hervorragend. Und der Stein? Ich arbeite dran. Ach nee, ne? Ich brauch... Halloa. Okay, Adil, du musst doch irgendwas wissen. Du bist doch bestimmt dir auf den Kopf gefallen. Adil? Ja? Ich wäre in der Kabine der Baronin fast erwischt worden. Was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Irgendein Mann kam rein und ich konnte mich gerade noch unter dem Bett verstecken. Vielleicht ein Steward, der die Kabine aufgeräumt hat. Und der ein Tonbandgerät im Schrank einschaltet? Hm, vielleicht war es Inch, der für Musik sorgen sollte. Auf dem Band ist nichts. Das Tonband läuft, aber man hört nichts. Da ist doch irgendetwas faul. Zerbrich dir nicht deinen hübschen Kopf. Tausch das Auge aus und dann komm schnell zurück. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich glaube, diese Überraschung wird mich nicht wirklich überraschen. Oh Gott. Das Geheimversteck ist mit einem Kombinationsschloss gesichert. Kannst du es knacken? Nicht ohne Spuren zu hinterlassen. Ich brauche die Kombination. Irgendwelche Hinweise? Eine Gedächtnisstütze. Verschiedene Kunstwerke. Auf dem Schloss gibt es Tiersymbole. Hm, die Kunstwerke könnten irgendwie auf bestimmte Tiere verweisen. Ja. Was du nicht sagst, großer Meister. So weit war ich auch schon. Wegen der Kombination. Ja? Guernica. Klingt spanisch, oder? Ja, das ist eine Stadt im Baskenland. Hat sie ein Wappentier? Oder vielleicht die Region? Keine Ahnung. Ich war nie da. Ich kenne sie nur, weil die Stadt im Spanischen Bürgerkrieg von den Nazis zerbombt wurde. Nazis im Spanischen Bürgerkrieg? Nicht offiziell natürlich. Eine wehrlose Stadt, auf Wunsch von General Franco von seinen Freunden aus Deutschland in Schutt und Asche gelegt. Picasso hat ein berühmtes Bild darüber gemalt. Tatsächlich? Hängt es in Spanien? Dummerle. Solange der General in Spanien das Sagen hat, würde das wohl kaum erlauben. Wo hängt es dann? Hm, keine Ahnung. Paris vielleicht? Picasso lebt dort schon lange im Exil. Hm, vielleicht hilft mir nicht weiter. Ach, Mano. Alberto Duerrero. Was ist mit dem? Was ist sein bekanntestes Kunstwerk? Schwer zu sagen. Er hat viel gemacht. Er war ein Pionier des Holzschnitts und der Drucktechnik. Die Baronin hat sein Monogramm als Hinweis hinterlassen, nicht den Namen eines seiner Kunstwerke. Es muss also ein Bild geben, das jeder sofort mit ihm verbindet. Nein, nicht, dass ich wüsste. Obwohl, er hatte ein bevorzugtes Motiv. Und zwar? Sich selber. Es sind etliche Selbstporträts erhalten. Das ist es. Der Künstler ist zugleich das Kunstwerk. Klingt logisch. Das bekannteste Selbstporträt hängt im Prado in Madrid. Ich habe es vorletztes Jahr mit eigenen Augen bewundert. Hat Madrid so etwas wie ein Wappentier? Sicher. Einen Bären. Man findet ihn auf dem Wappen und überall in der Stadt. Schon wieder ein Bär? Wie in Berlin?
Warum nicht? Auch bei Zahlenschlössern kommen dieselben Ziffern häufiger vor. Okay. Stimmt schon. Also der Bär. Das war's. Mit dem dritten Tier habe ich alles, was ich brauche. Das vierte Tier kann ich durch Ausprobieren herauskriegen. Aber ich könnte natürlich auch noch das vierte Symbol enträtseln, um sicher zu gehen. Ich mache mich wieder auf den Weg. Verbrauch nicht das ganze heiße Wasser. Aber niemals. So, das ist seltsam. Das mit dem Ding da, also das war ein Bär und ein irgendwas.